Wow, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Mini-Fun-Video. Und zwar hatten Katja und ich mal wieder zu viel Langeweile oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie das entstanden ist, die ganze Sache. Aber es steht so ein bisschen unter dem Motto, wir cutten mal die Ronja oder Working Cowhorse geworden. Und ja, das war natürlich alles nur Spaß. Ich sag euch so ein bisschen davor, worum es eigentlich geht, für die, die diese ganzen Rinderklassen gar nicht kennen. Also bei der Working Cowhorse geht es unter anderem darum, eine Kuh den Zaun entlang zu treiben in beide Richtungen und sie einmal so im Kreis herumzuleiten. Das hat tatsächlich, naja, so mehr oder weniger geklappt, aber schaut es euch an, vor allen Dingen die Kommentare von Katja sind einfach, ich hatte wieder sehr viel Spaß beim Schneiden. Und ich dachte mir, da ja die letzten beiden Wochen mittwochs kein Video rausgekommen ist, gibt es jetzt wenigstens das hier. Und warum es in den letzten Wochen etwas weniger war, das erzähle ich euch am Ende des Videos. Also dranbleiben, bis gleich! Yeah, schnappt sie euch, bringt sie mal nach vorne. Ich glaube, du brauchst einen Stick. Ja! Los! Weg abschneiden. Ich glaube, Chico hat Spaß. Hupala! Sieht doch aus wie eine Kuh. Irgendwas ist jetzt schief gelaufen. Tja, da war sie wohl schneller, Steffi. Willst du einen Stick haben? Mal gucken, ob sie es durch die Kegel schaffen. Nee. Hattet genauso viel Spaß wie ich beim Schneiden, genauso auch schon wieder bei der Pony Challenge, da habe ich auch sehr gelacht. Ja, warum jetzt also die letzten Wochen es etwas weniger war, und zwar arbeite ich wirklich mit Hochdruck jetzt am Shop und an einer App für euch, und deswegen gibt es immer mal Pausen. Ich habe das schon bei Instagram angekündigt, also wer up to date sein möchte, kann da gerne vorbeischauen. Da habe ich auch schon mal so ein bisschen erzählt, ich unter diesem Foto hier, worum es so ein bisschen in der App gehen würde. Ich hoffe, dass die auch bald fertig ist und dann kann es hier auch wieder etwas regelmäßiger losgehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an diesem kleinen Video. Wenn ja, gebt dem doch gerne einen Daumen nach oben, um mich zu unterstützen. Und hier drüben findet ihr noch zwei weitere Videos von mir und unter mir könnt ihr noch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!